Ja, schönen guten Morgen. Ich fürchte, dass ich nicht nur eine heile Welt oder eine schöne Welt jetzt zeichnen muss am Anfang, sondern etwas ganz anderes. Denn denken wir an Europa und Deutschland in diesen Zeiten, dann könnten unsere Empfindungen, glaube ich, nicht widersprüchlicher sein. Wir freuen uns auf der einen Seite über die große Solidarität, mit der sich Hunderttausende von Bürgerinnen und Bürgern an die Seite der Geflüchteten gestellt haben und nehmen gleichzeitig mit Schrecken zur Kenntnis, dass nahezu jede zweite Nacht ein Brandanschlag auf eine Asylunterkunft verübt wird. Fast schon unversöhnlich steht dem Engagement für die Weltoffenheit heute ein Drängen auf Abschottung gegenüber, und es wird eine gesellschaftliche Zerrissenheit deutlich, die nicht eigentlich neu ist, aber jetzt in dem Augenblick, wo der prekäre Zustand der Welt auch hierzulande spürbar wird, immer schärfer zutage tritt. Auf der einen Seite haben wir das empathische Mitfühlen und das solidarische Miteinander, auf der anderen Seite die Ignoranz und eine wachsende Gewaltbereitschaft. Wie aber konnte es zu dieser Enthemmung von Aggression kommen? Warum werden Biedermänner zu Brandstiftern? Vor allem aber, was ist zu tun, damit Europa sich nicht selbst abschafft? Über diese Fragen möchte ich kurz reden. Mit ihren sogenannten Mitte-Studien konnten die Sozialwissenschaftler Elmar Brehler und Oliver Decker nachweisen, dass rechtsextreme Einstellungen keineswegs nur am Rande der Gesellschaft existieren, sondern längst einen sogenannten Extremismus der Mitte begründen. Es sei ein beachtliches Potenzial an rassistischem Gedankengut, an autoritären Fantasien, an mangelndem demokratischen Bewusstsein, das all die Jahre in den großen Volksparteien geschlummert habe und sich nun in rechtspopulistischen Bewegungen, so zum Beispiel der AfD, Luft macht. Die AfD sieht sich bekanntlich gerne als die Stimme der kleinen Leute. Sie beklagt den Zustand der Demokratie, wettert gegen den Verrat durch Bonzen und Bürokratie, fordert Bürgerentscheide und legt damit den Finger in eine allerdings bestehende Wunde, die Repräsentationskrise europäischer Demokratien. Auch Gewerkschaften, auch Kirchen, auch politische Linke hadern mit den herrschenden Verhältnissen, in denen ökonomische und Machtinteressen über die Interessen der Menschen gestellt werden. Die Demokratie, die sich rechtspopulistische Bewegungen wie die AfD vorstellen, aber ist keine offene Demokratie. Keine, die auf der Austragung von Konflikten beruht, sondern eine sogenannte identitäre Demokratie. Rechtspopulisten propagieren eine Gemeinschaft der Gleichen, in der die Willensbildung von einem homogenen Volkskörper ausgehen soll, in dem es dann auch keinen Platz für Fremde, für Flüchtlinge, für Minderheiten gibt, aber auch nicht für Genderpolitik oder für den toleranten Umgang mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen. Schon Lehrpläne, die Sexualkunde vorsehen, gelten als bedrohliche Indoktrinierung. Nicht die Schwachen und Diskriminierten sind die Opfer, sondern man selbst. Alles, was die wahnhaft fantasierte kollektive Vernunft des Volkes in Frage stellt, das ist Verrat und Lüge. Diese typischen Verschwörungs- und Wahnvorstellungen, die in der rechtspopulistischen Rhetorik immer mitschwingen, die weisen auf den Kern des Problems. Es sind tiefgreifende Verunsicherungen, die in den Klagen über den angeblichen drohenden Verlust der eigenen Identität oder der eigenen Kultur sich spiegeln. Genauer die Befürchtung, mit den komplexer gewordenen und komplexer werdenden Verhältnissen in der Welt nicht mehr zurechtzukommen, das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden, Zukunftsängste, die schließlich in den Hass umschlagen auf diejenigen, von denen man sich verfolgt sieht. Wenn ich hier rechtsextreme Haltungen in den Kontext von Ängsten stelle, dann nicht in dem Sinne eines Beschwichtigenden, man müsse die Sorgen der Menschen vor der Überfremdung ernst nehmen. Damit will ich es nicht belassen. Wer nur auf Ängste verweist, ohne über die Ursachen zu reden, aus denen die Ängste stammen, der trägt tatsächlich gewollt oder ungewollt dazu bei, dass Rechtsentwicklungen legitimiert werden. Es geht mir nicht darum. Es geht mir darum, deutlich zu machen, dass Hass und Angst nicht vom Himmel fallen, sondern tatsächlich ihre Ursachen, ihren Ursprung haben in den herrschenden gesellschaftlichen Verhältnissen und auch deren krisenhaften Entwicklung folgen.
Dabei hat sich in den letzten Jahrzehnten, und das ist der Titel auch meines Vortrages, so etwas wie ein Unbehagen breit gemacht, dass ich mit dem Blick auf die parallel stattfindende Globalisierung schon an anderer Stelle auch mal auf einem Symposium als Unbehagen in der Globalisierung beschrieben habe. Ein Unbehagen, das nicht nur rechtsextreme Einstellungen begründet, sondern auch die selbstzufriedene Ignoranz der Bessergestellten oder die konsumistischen Lebensstile breiter Bevölkerungsschichten. Wenn wir da genauer hinschauen, entdecken wir, dass der Begriff des Unbehagens in der Globalisierung sich nicht zufällig an Sigmund Freuds Essay über das Unbehagen der Kultur anlehnt. Wenn man es liest, dieses kleine Büchlein, wird man immer noch wichtige Hinweise für die Erklärung der jetzigen Lage finden. Freud schildert den Kulturprozess und er begreift Kultur als die Gesamtheit der gesellschaftlichen Einrichtungen und Formen des menschlichen Zusammenlebens. Er begreift Kultur als ein dynamisches Geschehen, das nicht an nationale oder völkische Grenzen gebunden ist, sondern die gesamte Menschheit umfasst. Historisch vollzieht sich die Kulturbildung über das Zusammenkommen zunächst von Familien, dann der Stämme, Nationen, Völker, schließlich zu einer großen Einheit der Menschheit, so bei Freud beschrieben. Folgen wir Freud, dann fühlen sich die Einzelnen in ihrer Kultur deshalb nicht wohl, weil Kulturbildung immer auch mit Unterdrückung von libidinösen und aggressiven Triebimpulsen einhergeht. Um ein Stück gesellschaftlicher Sicherheit zu gewinnen, müssen die Menschen unmittelbare Triebwünsche, die unmittelbare Befriedigung ihrer Triebwünsche aufgeben, das ursprüngliche Lustprinzip einem Realitätsprinzip unterordnen. Da sind wir jetzt bei dem Thema, was Katja schon angedeutet hat. Dieses Realitätsprinzip meint und regelt zum Beispiel die Interessen von Gesellschaften, die bestehende Notwendigkeit, entweder die Notwendigkeit zur Arbeit, auch entsprechend zu regeln und ihnen zu entsprechen. Der Konflikt zwischen individuellen Triebwünschen und den Werten, die soziale Gemeinwesen für ihre Fortexistenz brauchen, sei so Freud unvermeidbar, das Unbehagen in der Kultur deshalb unauflösbarer Begleitumstand jeden menschlichen und sozialen Zusammenlebens. Das ist die Grundlage. Aber Freud betont auch, dass sowohl die Einzelnen als auch die Gesellschaften dazu beitragen können, dieses Unbehagen zu mildern, in den Griff zu bekommen. Weniger Unlust würden zum Beispiel diejenigen verspüren, denen es gelänge, kulturell versagte Triebimpulse zum Beispiel auf religiöse Ziele oder in die Beschäftigung mit Wissenschaft und Ästhetik umzuleiten, sie zu sublimieren. Dieser Begriff der Sublimation wird uns gleich noch ein bisschen beschäftigen. Aber keine Angst, es wird nicht sehr zu theoretisch. Vor allem aber sei es eine gesellschaftliche Aufgabe, für die Vermeidung von Unlust zu sorgen. Er könne, so Freud wörtlich, nicht einsehen, warum die von uns selbst geschaffenen Einrichtungen nicht viel mehr Schutz und Wohltat für uns alle sein sollten. So steht es da. Diese Gedanken Freuds hat wenig später Herbert Marcuse aufgegriffen und weiterentwickelt. Auch er sieht die Notwendigkeit einer Grundunterdrückung von Triebimpulsen, die dem Fortbestehen menschlicher Kultur feindselig gegenüberstehen, betrachtet aber das Realitätsprinzip keineswegs als eine unveränderbare Konstante, sondern als etwas, das selbst durch die Verhältnisse geprägt ist. Im bisherigen Verlauf der Geschichte, so Marcuse, sei das Maß an notwendiger Triebeinschränkung durch Maßnahmen verschärft worden, die keineswegs im Zeichen der Fortexistenz des zivilisatorischen Gemeinwesens stünden, sondern allein der Absicherung von Herrschaft und ökonomischen Interessen dienten. Von solchen Interessen durchzogen, setzte das gegenwärtig herrschende Realitätsprinzip auf Lustaufschub, Produktivität, Nützlichkeitsdenken, Sicherheit und erfordere so repressive Formen von Sublimierung, wie zum Beispiel die Identifizierung mit Lebensformen, die von Leistung und Konkurrenz geprägt sind. Sie können das beim Marcuse Anfang der 60er geschrieben so lesen und Sie haben die heutige Welt
deutlich vor Augen. Wir reden fast nur noch von Sicherheit, von Nützlichkeit. Das hat sich auf eine Weise verfestigt, die man sich vielleicht so nicht vorstellt. Aber Marcuse sagt auch, dass prinzipiell nicht repressive Formen von Sublimierung möglich sind, in denen Triebwünsche nicht abgelenkt, sondern etwa im sozialen Engagement oder im kreativen Handeln Erfüllung finden können. So, wenn wir uns nun jetzt den Verhältnissen der globalisierten Welt zuwenden, dann zeigt sich ein überaus prekäres Bild. Ausgerechnet heute, da der Kulturbildungsprozess längst über die Grenzen des Nationalen hinausreicht und erstmals in der Geschichte der Menschheit weltgesellschaftliche Verhältnisse als Möglichkeit aufscheinen, wird deren Verwirklichung immer unwahrscheinlicher. Der Grund ist eine, der ist schnell gefasst, eine sowohl zwischen als auch innerhalb der Länder dramatisch anwachsende soziale Ungleichheit. Ohne Frage ließ es der Zustand des Fortschrittes, der Stand des Fortschrittes, das Wissen um die Zusammenhänge des Lebens, der Grad der technologischen Entwicklung, die Summe des weltweit produzierten Reichtums, all das zu, bereits heute allen Menschen ein würdevolles Leben zu ermöglichen. Dennoch manifestiert sich Herrschaft immer stärker im Kontext totalitärer Strukturen, die die Räume, die zur Entfaltung offener Gesellschaften notwendig wären, immer weiter einschränken. Solche Einschränkungen sind übrigens nicht nur charakteristisch für diktatorische Regime. Sie lassen sich auch hierzulande beobachten. Freilich ist es dann hier meistens nicht die Polizeiherrschaft, die Lagerhaft oder die Willkür, die totalitäre Strukturen ausmachen, sondern ein selbst auferlegter, ein invertierter Totalitarismus. Denken Sie zum Beispiel an den Mythos der Alternativlosigkeit, auch das ist schon erwähnt worden, der sich wie Mehltau auf das Denken der Menschen gelegt hat, mit der fatalen Konsequenz, dass sich inzwischen viele Leute eher den Untergang der Welt vorstellen können als das Ende des Kapitalismus. Mit fast schon morbider Lust leugnet die AfD in ihrem Parteiprogramm den Klimawandel. Wie prekär es aber um die Welt steht, das musste inzwischen selbst das Davoser Weltwirtschaftsforum einräumen. Mit der Globalisierung haben das Risiko für soziale Verunsicherung dramatisch zugenommen, heißt es in einem der Reports, ohne freilich dann auch der Frage nachzugehen, was denn gegen diese Verunsicherung zu unternehmen sei. Darum müsste es aber eigentlich gehen. Wenn wir nochmal auf die Krise der Demokratie schauen, die ich kurz angesprochen habe, wenn weitreichende Entscheidungen, wie etwa die zum globalen Handel von Regierungsvertretern und der ökonomischen Elite in Hinterzimmern getroffen werden, TTIP, wenn reale Interessenskonflikte nicht mehr öffentlich ausgetragen werden, sondern an technokratische Expertengremien delegiert werden, und schon das Nachdenken über Alternativen zur kapitalistischen Verwertungslogik wahlweise als Ideologie oder Illusion diffamiert wird, dann verwundert es nicht, wenn sich das Gefühl von Ohnmacht breit macht. Unter solchen Umständen werden Menschen in die Rolle passiver Beobachter gedrängt, die den Fortgang der Geschichte eher störend im Wege stehen, als dass sie ihn aktiv bestimmen könnten. Auf bemerkenswerte Weise korrespondiert die Herausbildung von postdemokratischen Verhältnissen mit der marktradikalen Umgestaltung der Welt. Wenn jede und jeder an sich denkt, dann sei auch an alle gedacht, lautet das Credo des Neoliberalismus, in dessen Zentrum eben nicht mehr die Idee von Gesellschaft als Solidargemeinschaft steht, sondern eine verabsolutierte Idee von Eigenverantwortung. Mit der gezielten Verunglimpfung von gesellschaftlichen Institutionen als staatliche Bevormundung, mit der Propagierung privaten Unternehmertums als Alternative zu einem angeblich unfähigen öffentlichen Engagements, mit der voranschreitenden Privatisierung öffentlicher Daseinsvorsorge kommt den Menschen das abhanden, worauf sie sich eigentlich stützen könnten und sollten. Weder gibt es heute noch jene soziale Sicherheit, aus der heraus sich das Leben angstfrei in die Hand nehmen ließe, noch haben die Einzelnen die Möglichkeit, die Vorgaben der Marktwirtschaft und des Verwaltungsstaates, innerhalb der sie als Unternehmer in eigener Sache tätig werden sollen, wirkungsvoll beeinflussen zu können. Und genau das verstärkt das Unbehagen.
die subjektiven Verhältnisse prägend ist das Ideal eines selbstbezogenen Siegertyps, der uns in einschlägigen Talkshows, im Dresch der Boulevardmedien, aber auch in den wissenschaftlichen, den wirtschaftswissenschaftlichen Lehrbüchern, in Bundestagsreden und Hollywood-Produktionen wieder und wieder entgegentritt und sich tief ins Bewusstsein der Menschen eingegraben hat. Ich zitiere Joachim Hirsch, ist glaube ich nicht hier. Die ideologische Hegemonie der kapitalistischen Lebensform war noch nie so fest in den Köpfen verankert wie heutzutage. Und sie kann sogar weiter zementiert werden, je mehr die herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse als alternativlos erscheinen und der Kampf aller gegen alle um relative Privilegien ausufert. So erstrebenswert Autonomie und Eigenverantwortung an sich sind, münden sie dort, wo die Institutionen, von denen Freud gesprochen hat, die Schutz und Wohltat bieten sollen, ausgehöhlt werden, zwangsläufig in einen von Eigennutz bedachten, auf Eigennutz bedachten Egoismus. Wir sind jetzt kurz vor der Europameisterschaft und wenn Sie im Fußball schauen, dann sehen Sie immer, wie inzwischen dort ganz offen von Gier gesprochen wird, von Kannibalismus sozusagen. Die Mannschaften sind gierig auf den Sieg und da tritt das alles, was ich gerade gesagt habe, auf eine extreme Weise entgegen und wird idealisiert. Kreative Haltungen und Lebensstile, die Erich Fromm als Gegensatz zur Destruktivität gesehen hat, die können sich in Gesellschaften, die sich so umfassend dem ökonomischen Kalkül unterwerfen, kaum entfalten. Wenn zudem noch jene Sphären, die an sich eine lustvolle und ästhetische Aneignung von Wirklichkeit zulassen würden, dem herrschenden Realitätsprinzip untergeordnet werden, also wenn Bildung, Wissenschaft, die Künste nun ihrerseits von wirtschaftlichen Nützlichkeitserwägungen vereinnahmt werden und die Kreativität warenförmig in Dienst genommen wird, beziehungsweise von industriell produzierter Unterhaltung verdrängt wird, dann verkümmert die Fähigkeit zu einer nicht repressiven Sublimierung. Libidinöse Impulse werden dann nicht mehr in neue Ziele überführt, sondern verdrängt, beziehungsweise auf den Sex, auf Pornografie und konsumistische Grundhaltungen begrenzt. Diesen Prozess hat Herbert Marcuse repressive Entsublimierung genannt. Die Konsequenzen sind weitreichend. Wenn nicht kapitalistische Perspektiven systematisch verschlossen werden, dann verdichten sich Ohnmachtserfahrungen und muss Kulturbildung zwangsläufig auf repressive Formen von Sublimierung zurückgreifen und die gehen immer einher mit der Verstärkung von destruktiven Triebimpulsen. Ich kann das jetzt nachfolgend nur kurz skizzieren, wir können heute Nachmittag in der Arbeitsgruppe eingehender darüber reden. Ja, zu den Charakteren, die sich im Zuge der neoliberalen Umgestaltung der Welt herausgebildet haben, zählen Menschen mit einer außerordentlich großen Leistungs- und Konkurrenzbereitschaft. Sie leiden aber zugleich ständig unter der Angst, den eigenen hohen Ansprüchen nicht entsprechen zu können. Bedrohlich für diese neoliberalen Sozialcharaktere, wie sie mitunter genannt werden, ist weniger die real stattfindende Aushöhlung von Gesellschaftlichkeit als die Vorstellung, im Konkurrenzkampf nicht bestehen zu können. Um einem Scheitern vorzubeugen, bemühen sich diese Menschen mit diesen Charakterzügen ständig um Selbstoptimierung und Leistungssteigerung. Wer es sich leisten kann, besucht beispielsweise Resilienzkurse, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, letztes Jahr. Menschen versuchen darüber zu lernen, dass Unlusterfahrungen an ihnen komplett abprallen. Es versteht sich von selbst, dass diese dickhäutigen Narzissten, die dann am Ende solcher Prozesse stehen, nicht dazu neigen, sich sonderlich um die Lebenslagen anderer zu interessieren. Diese Unfähigkeit zur Empathie wird verstärkt durch das Eingebundensein in technische und abstrakte Arbeitsprozesse, die ein gefühlsmäßiges Erkennen der eigenen Folgen des Arbeitens gar nicht mehr zulassen. Börsenmakler, jetzt im Extrem gesprochen, die können auf die Verluste der eigenen Kunden wetten. Softwareentwickler, die können zum Beispiel betrügerische Software entwickeln. Soldaten können per Knopfdruck über Tausende von Kilometern hinweg töten, ohne dass sie mit den Konsequenzen ihres Handelns konfrontiert sind.
Man weiß dann zwar um das Elend, das in der Welt herrscht, aber kann es nicht mehr mit dem eigenen Leben in Zusammenhang bringen. Aus Selbstschutz muss die emotionale Dimension des Wissens um die Schrecken der Welt unterdrückt werden. Neoliberale Charaktere, die können sich im Globalen perfekt bewegen, ohne das Globale selbst zu erkennen. Sie beanspruchen die Vorzüge der Globalisierung, sehen sich aber nicht in einer irgendwie gearteten Verantwortung für die Opfer eben dieser Globalisierung. Ferntouristische Reisen, der Genuss exotischer Küche, der Besuch von Ayurveda-Kuren, das Interesse an fernöstlicher Mystik oder lateinamerikanischen Tänzen, all das steht für eine Lebensweise, die wie selbstverständlich von jener globalen Freizügigkeit ausgeht, die man den Verlierern und Verliererinnen der Globalisierung verweigert, den Flüchtenden zum Beispiel. Mit den Schrecken der Welt, so bedauerlich sie seien, habe man nichts zu tun. Armut und Bildungsferne seien eh selbst verschuldet. Und so infam solche Ignoranz ist, hat sie doch die Funktion, die latente Angst vor dem eigenen Scheitern abzuwehren. Und an dieser Stelle kommen dann die Nachrichten von der näher rückenden Katastrophe ins Spiel. Die Nachrichten von der Finanzkrise, die Europa erreicht hat, die Berichte von der unerträglichen Lage der Menschen in Griechenland, schließlich die Flüchtenden. Dabei wird klar, wie sehr die Welt bereits aus den Fugen geraten ist. Zumal die Menschen, die zu uns kommen, ja nicht nur von fernen Katastrophen erzählen, sondern auch davon, wie nahe Zivilisation und Barbarei zusammenliegen, wie schnell man alles verlieren kann und auf ein nacktes Leben, auf den Naturzustand bar jedes Schutzes zurückgeworfen zu sein, wie das Hannah Arendt betont hat. Solange keine wirklichen Alternativen in Sicht sind, spielen solche Verunsicherungen in die Hände von rechten Demagogen. Gezielt verstehen die es, die Ressentiments, die sie in der Bevölkerung gegen die bestehende Ordnung aufstauen, für ihre Zwecke in Dienst zu nehmen. Mit dumpfer Hetze gegen Flüchtende, Medien und Europa bedienen sie die Sehnsucht nach einer Vergangenheit, in der noch Ordnung und Stabilität geherrscht haben soll und Politik noch national bestimmt wurde. Nicht zuletzt regressive Versorgungswünsche sichern Rechtsextremisten den Zulauf. Das Verlangen nach einer Rundumversorgung, die keine Unlust aufkommen lässt, die Trauer um den Verlust eines autoritären, aber schutzbietenden Wohlfahrtsstaates, ja selbst die wehmütige Erinnerung an jene Versorgungsdiktaturen, die mit dem Untergang der realsozialistischen Welt verschwunden sind. Psychoanalytisch gesprochen bieten rechtspopulistische Bewegungen einen Ausgleich für narzisstische Kränkungen. Solange Ohnmachtsgefühle über Wohlstandserfahrungen kompensiert werden können, und sei es nur über die Identifikation mit der ökonomischen Stärke des eigenen Landes, bleibt das Selbstbild unangetastet. In dem Maße aber, wie die eigenen Privilegien, aus welchen Gründen auch immer, ins Wanken geraten, gerät auch das Selbstbild ins Wanken. Und weil Demokratie immer nur als Mittel der Sicherung des Wohlstandes verstanden wurde, brechen in Krisenzeiten antidemokratische Tendenzen durch. Der Anschluss an rechtspopulistische Bewegungen gibt den Einzelnen das Gefühl, wieder Teil einer mächtigen Gemeinschaft zu sein. Der Tritt nach unten, der Hass auf alle, die nicht dazugehören, die Verfolgung wehrloser und schwacher Minderheiten, stellt jene alte Hierarchie her, die mit den komplexer gewordenen Verhältnissen in Frage gestellt worden ist. Auf wahnhafte Weise werden Fremde und Andersdenken für die eigene Verunsicherung verantwortlich gemacht. Damit bekommt dann das Gefühl, zu kurz gekommen zu sein, auch einen Grund. Es sind die Fremden, denen die da oben alles zuteil werden lassen, während man selbst vergessen wurde. Wichtig ist, dass zum Wesen dieses Wahns gehört, dass er sich nur im Kontext hermetisch abgeschlossener Weltbilder aufrechterhalten lässt. Diejenigen, die diesen Wahn teilen, müssen ihn nicht einmal selbst wahrnehmen. Sie müssen ihn nicht mal bewusst erkennen. Da grundsätzlich die anderen falsch liegen, fruchtet auch keine argumentative Auseinandersetzung. Die Rebellion, die im Wahn zum Ausdruck kommt, hat nur das eine Ziel, den Wahn aufrechtzuerhalten und wird dadurch zu einer umso gefährlicheren, destruktiven Kraft. Und ich zitiere jetzt Adorno: Vielleicht liegt das Geheimnis der faschistischen Propaganda darin,
dass sie einfach die Menschen als das nimmt, was sie sind. Echte, ihrer Selbstständigkeit und Spontanität beraubte Kinder der heutigen standardisierten Massenkultur. Und dass sie keine Ziele aufstellt, deren Verwirklichung ebenso über den psychologischen wie über den gesellschaftlichen Status quo hinausginge. Die faschistische Propaganda braucht nur die Seelenverfassung zu ihren Zwecken zu reproduzieren. Sie braucht keine Veränderung hervorzubringen, hat er 1951 geschrieben. Und Sie lesen darin viel über das Parteiprogramm der AfD. An den Ressentiments, das sollten wir nicht übersehen, ist auch gedreht worden. Die sind geschürt worden über viele Jahre hinweg durch Politiker und Medien, die, um sich selbst zu legitimieren, auf zum Beispiel die faulen Griechen hingewiesen haben. Und erst jetzt spät merken, dass die Gespenster, die sie gerufen haben, sich sozusagen gegen sie selbst richten. Und dass, wenn heute die Zeitungen zum Beispiel durchaus in Übereinstimmung mit dem Kapital für Weltoffenheit plädieren, sie auf einmal den Vorwurf der Lügenpresse erhalten. Hier hat sich etwas gekippt. Ich will sagen, wer heute der ausufernden Gewalt begegnen will, muss sicher rasch eingreifen. Aber diese Eingriffe werden nur dann erfolgreich sein, wenn sie die Probleme an der Wurzel packen. Das Unbehagen, das sich in der Globalisierung verschärft hat, ist nicht einfach nur die Folge von einzelnen politischen Versäumnissen, sondern Ausdruck der Hegemonie kapitalistischer Verhältnisse. Das Telos der Kulturbildung, das Weltweitwerden der Welt, wie es der französische Philosoph Derrida wunderbar formuliert hat, das wird so lange nicht erreicht werden, wie menschliche Subjektivität unter dem Diktat von Ökonomie und politischer Kontrolle steht. Wenn wir das ändern wollen, sind meines Erachtens wesentlich zwei Dinge vordringlich. Es muss einmal auf der einen Seite darum gehen, eine gesellschaftliche Sphäre zu schaffen, in der öffentliche Einrichtungen jenseits von Profitinteressen, von partikularen Interessen dafür sorgen, dass alle Menschen an allen Orten der Welt den Zugang zu notwendiger Daseinsvorsorge und sozialer Absicherung erhalten. Da sprach Freud von Schutz und Wohltat, wir würden vielleicht heute sagen von sozialer Infrastruktur. Zweitens muss es um die Transformation dessen gehen, was Marcuse das herrschende Realitätsprinzip genannt hat, die Abkehr von der Ausrichtung menschlichen Lebens an verwaltungstechnischen und ökonomischen Vorgaben wie Verwertbarkeit, Produktivität, Sicherheit, Konkurrenz etc. Was mit sozialer Infrastruktur gemeint ist, das werden wir im Laufe des Vormittags noch eingehend hören. Ich will dem nicht vorgreifen, nur noch ein paar Gedanken zu dem, was Transformation des herrschenden und Realitätsprinzip meinen könnte. Notwendig ist auf jeden Fall diesen Bruch. Denn ohne das Infragestellen der damit einhergehenden Prinzipien wird es weder gelingen, das individuelle kreative Sein von Menschen zu fördern und auch nicht gelingen, jene gesellschaftlichen Räume entstehen zu lassen, in denen sich eine Kultur entfalten kann, die das Weltweitwerden der Welt dann auch ermöglicht. Rezepte dafür, wie die Schaffung weltbürgerlicher Verhältnisse gelingen kann, die gibt es nicht. Die Fragen aber, die den Weg dorthin begleiten, die stehen längst fest. Die Frage nach der Bedeutung und der Verteilung notwendiger Arbeit, Realitätsprinzip. Die Frage, wie ökonomische Verhältnisse jenseits von Rendite und Wachstumspotenzialen aussehen können. Die Frage der demokratischen Konstitution von gesellschaftlicher Daseinsvorsorge, ohne die der Rückfall in einen autoritären Wohlfahrtsstaat nicht zu verhindern wäre. Die Frage einer ästhetischen Erziehung, die die Menschen nicht an die kulturindustrielle Verdummungsmaschine ausliefert. Die Frage einer Bildungspolitik, die sich aus der Umklammerung der Vorgaben von Ökonomie und Verwaltungsmacht befreit und an die Stelle verschulter Bologna-Studiengänge wieder die Förderung kritischen Denkens setzt. Das sind für mich alles Sofortmaßnahmen im Kontext der Bekämpfung von rassistischer Gewalt. Relevant ist die Klärung dieser Fragen auch deshalb, weil dabei über die soziale Formung von Trieben entschieden wird. Und es macht einen Unterschied, ob Gesellschaften eben den Egoismus oder regressive Versorgungsbedürfnisse fördern oder soziales Engagement und kreative Beschäftigungen. Ob sie nationale Enge propagieren oder eine kosmopolitische, transnationale Existenz. Ich komme zum Ende.
Die Chance, die sich mit der politischen Gestaltung der Globalisierung heute bietet, ist die Überwindung jenes Nationalstaatlichen, der sich auf Abgrenzung und damit latent immer auch auf Feindseligkeiten gründet. Die Schaffung weltbürgerlicher Verhältnisse aber bedeutet keineswegs den Eintritt in eine paradiesische Idylle. Und das Bild ist jetzt genau richtig an der Stelle. Die Zukunft der globalisierten Welt wird eine höchst heterogene sein, in der verschiedene Lebensstile, subkulturelle Eigentümlichkeiten und ganz unterschiedliche Konzeptionen von Gemeinwesen aufeinandertreffen. Konflikte, ja Missklänge werden unvermeidbar sein. Der Idee der Toleranz wird dabei eine umso größere Bedeutung zukommen. Allerdings nicht im Sinne einer duldenden Toleranz, die andere gewähren lässt, obwohl man selbst nur von der eigenen Idee überzeugt ist, sondern eine Toleranz als strittige Anerkennung der anderen in ihrer Andersheit. Eine so verstandene kulturelle Toleranz geht weit über das bloße Akzeptieren der Fremden hinaus. Sie fordert eine aktive Auseinandersetzung mit den Sichtweisen und Haltungen der anderen, den offenen Meinungsaustausch und schließlich die Bereitschaft, gemeinsam eigene Positionen zu korrigieren. Unbedingte Voraussetzung dafür, für einen solchen Umgang untereinander, sind Recht und Gerechtigkeit. Denn Toleranz, auch das sollten wir nicht übersehen, ist niemals grenzenlos. Niemand muss Rassismus oder Verhältnisse, in denen die Rechte der anderen missachtet werden, erdulden. Dort, wo die Menschenrechte und die aus ihr abgeleitete Menschenwürde, umgekehrt die Menschenwürde, die aus ihr abgeleiteten Menschenrechte verletzt werden, da werden auch die Grenzen der Toleranz überschritten. Toleranz endet dort, wo die verfassungsrechtliche Verankerung der Unantastbarkeit der Würde des Menschen verletzt wird. Vielen Dank.